So, Freunde. Willkommen zurück. Zweiter Teil. Surround Dead. Von unserem neuen YouTube-Format. First Date. Wir kriegen einen Freundschaftsvorschlag von einem hübschen Spiel auf YouTube, auf unserer Dating-Plattform. Und wir stalken das Steam-Profil dieses Spiels. Und 6 Euro hat uns dieses Date hier gekostet. Wir haben im ersten Teil des Tutorial durchgespielt. Und wir gehen jetzt rein in den zweiten Teil und letzten Teil der First Date-Serie und gehen ins richtige Spiel. Das heißt, wir gucken uns hier jetzt alles an. Menü, Speicherdings, Modi und so weiter und so fort. Damit wir Bescheid wissen, was uns erwartet, wenn wir dieses Spiel für 6 Euro kaufen. Ich glaube, bis 4. Januar geht das noch. Danach kostet wieder 12. Aber Multiplayer kommt. Multiplayer kommt. Hatte ich im ersten Teil schon gezeigt. Im Discord hat man die Möglichkeit. Ich blende es nochmal kurz ein hier. Das ist das Discord. Die haben hier eine Roadmap, wo die quasi den Status zeigen, wie weit das Spiel momentan beziehungsweise der Multiplayer schon entwickelt ist. Grün bedeutet abgeschlossen. Rot ist halt ist noch ein bisschen buggy. Orange ist noch nicht angefangen und braun beziehungsweise gelb ist hier in Entwicklung. Ne? Also Multiplayer kommt. Deswegen gucken wir uns das Spiel ja auch an, weil das im Multiplayer natürlich deutlich mehr Spaß machen würde. So, nichtsdestotrotz hat man hier auch die Möglichkeit unter Polls auf dem Discord, dem Entwickler bei Entscheidungen zu helfen, wie zum Beispiel, was hatten wir als letztes? Waffen-Attachments, wie zum Beispiel Muscle Break oder Schalldämpfer, sollen die eine Haltbarkeit haben? Das heißt, dass sie abnutzen durch Benutzung. Kann man hier voten? Die meisten sind für Nein. Finde ich auch gut so. Weil es ist so, in dem Game kann man nicht nur zahlreiche Waffen finden, wir haben auch schon zahlreiche Waffen gefunden, man kann die sogar attachen. Das heißt, wir haben eine M4 mit einem Red Dot drauf, mit einem vertikalen Griff vorne dran, was alles noch ein bisschen das Schießen verbessert. So, was haben wir noch? Should the night be darker? Das heißt, soll die Nacht noch dunkler sein? Haben die dort meisten gesagt, ja, okay. Ja, das macht natürlich mehr Immersion. So, das war's von dem Discord. Wir starten jetzt ein neues Spiel. Also ich gucke jetzt erstmal Modes. Hatten wir letztes Mal schon geguckt, ne? Hier gibt es verschiedene Modes. Man kann auf die Shooting Range wahrscheinlich diverse Waffen ausprobieren. Vehicle Playground mit den Autos da rumwuseln. Settings. Wir gehen erstmal in die Settings. Video. Okay, Borderless, das ist in Ordnung. Okay, Ultra, Light, Saturation, Death of Field, also ich lasse das einfach alles so. Okay, Field of View kann man hier einstellen, okay, das ist krass. Max FPS wollen wir auch nicht. Oh, wir können noch auf Cinematic gehen. Aha. Machen wir mal, ne? Blood Splatter Effects, jawohl. Increase Blood Splatter Effects Lifetime. Ja, natürlich. Player can interact with grass, yes. Okay. Blumen. Ich bin kein Fan von Blumen, ne? Das müssen wir eigentlich disablen. Das ist, das mag ich nie. So, das waren die Dings-Settings, Audio. Lassen wir mal so, können wir ja noch einstellen während des Games, falls irgendwas zu laut ist. Controls, Sensitivity, das war mir ein bisschen zu... Machen wir zwar 1. So, Crouch-Toggle, Sprint-Toggle, Aiming-Toggle, Melee-Aiming-Toggle, nö. Roll mit C, okay. Sprint. Aim. Wir konnten beim letzten Mal nicht so wirklich in die Scopes rein. Und ich guck gerade mal. Fire Mode changen, das ist auch stark. Throwable mit G für Grenades, okay. Fishing Rod.
Unequip. Radial Menu, da waren wir noch gar nicht dran. Change Perspective mit T. Distract ist O für Pfeifen wahrscheinlich, deswegen O wegen dem Mund, okay. Night Vision, Binoculars. Scope Zoom, mittlere Maustaste. Ah. Hide UI, Sit Down. Okay, also hier geht Flip Vehicle. Okay, falls wir. Okay, das ist eigentlich eine coole Sache. Photo Mode. Handbrake. Map Journal Free Lock Alt. Das ist auch Standard eigentlich. Autorun. Oder müssen wir hier. Maus. Okay. Rotate Building haben wir schon. Debug Menu. Okay. T wollten wir einmal ausprobieren. Mittlere Maustaste. Die anderen Sachen können wir uns dann so nach und nach. Radial Menu. Das heißt, wir gehen. New Game! Ah ne, haben wir noch was vergessen? Ups. Mal zurück. Settings. Controls. Gameplay. Gameplay gibt's auch noch. Debug Menu enabled. Autosave enabled. Okay. Bullet Trail enabled. Das ist auch in Ordnung. Container Search Icon when close to it. Das ist okay. Ausgeblendet. User Interface Crosshair Scale. Also man kann hier wirklich jede Menge einstellen, ne? Clock UI stays open. Mhm. Airdrop Notification. Oh, die machen wir mal an. Okay, okay, okay. So, new. Das heißt, wir erstellen uns jetzt hier in Charakter, okay. Mhm, okay. Wir nennen uns John Wick. Der junge John Wick im Alter von 25 ist in Ordnung. Occupation. Ah, okay, hier kann man sagen, was man im bevor die Apokalypse gestartet ist, gewesen ist, ne? Und wir waren retired. Wir haben aufgehört. Auch schon in jungen Jahren tatsächlich. Male, female. Okay. Die Augenbrauen. Gell. So, Skin Color. 1, 2, 3. Nummer 1. Bald. Nee, ja, kann ich hier auch mit. Okay. Und dann wählt er das nicht aus, ne? Hero. Ihn drehen kann ich aber nicht. Machen wir einfach mal die Frisur. Okay, jetzt können wir die Haarfarbe noch ändern. Purple, okay. Das ist ein bisschen dunkel noch. White. Blond. Oh, blond. Mouth. Das ist einfach entweder ein Strich. Der guckt sauer. Ja. Der guckt sauer. Können wir hier noch. Wir machen so. Beard. Beard 1. Ah, okay. Beard 2. Goatee. Mustache. Mustache 2. Mustache 3. Wir machen Mustache 3 auf jeden Fall. Beard Color machen wir. Okay, können wir auch alles einstellen. Das ist geil. Augenbrauen. Die Monobrau hat schon was irgendwie. Die finde ich cool. Ja, der ist sauer, der ist sauer. Accessoires. Access sag ich schon. Eyebags. Okay, Tränensäcke. Jetzt Nose, so ein Pflaster auf der Nase, Piercing, Eyebrows, okay. Narbe, Tattoo, Mike Tyson, das lassen wir auch drin. Tattoo 2, okay.
Nose Piercing. Ach du Jemini. Non. Okay, wir können drei Sachen hier auswählen. Okay, das ist eine Menge. Aber ich glaube, das Eye of the Tiger Tattoo reicht uns. So, mehr können wir jetzt gerade nicht einstellen. Continue. Okay. XP Multiplier. Okay, das heißt, wenn wir ein... Nochmal easy, ne? Standard machen. Immer ein Standard. Okay, hier kannst du dein Spiel Level Scaling. Tageslänge, Nachtlänge, Nachthelligkeit. Perfekt. Das ist halt zum Beispiel, weil wir gerade ein bisschen Minecraft nebenbei spielen, so eine Sache, die sich schwer einstellen lässt. Wir müssen die Nacht immer skippen mit Schlafen. Das, hier kann man es einstellen tatsächlich. Respawn Timer für, okay, für AI. Zombies. Okay. Damage Multiplier, Bandits, Military, Animals. Also man kann hier wirklich jede Menge einstellen, ne? Das ist eine geile Sache. Wir lassen das aber, ist interessant, was man hier alles machen kann. Wir lassen das alles auf Standard und gehen rein ins Game. Tipp, don't like the third-person camera, you can change the vertical and horizontal offset of the camera. Okay. Aber ich fand die Third-Person-Ansicht eigentlich ganz okay. Er lädt ein bisschen. Okay, jetzt sind wir hier mitten im Nirgendwo. Dieses Eye of the... Okay, mit dem Mausrad können wir rein und raus scrollen. T. Oh, jetzt sind wir in First-Person. O wäre Pfeifen. Haben wir noch nicht gelernt. Z ist das Kreisdingens. Also will ich mal gucken, ob wir jetzt hier boxen können wir nicht. Okay, wir müssen, also wir fangen wirklich von Null an, ne? Kofferraum. Okay, hier können wir gar nicht ran. Bisschen Camp. Campfire. Also ich kann hier irgendwie mit nix interagieren, ne? Tatsächlich irgendwie. Aber Autowalk geht schon mal. Wieso kann ich denn mit nichts interagieren hier? Kann ich hier die Sonnenblume eigentlich mit dem Messer so? Okay, nee, kann ich nicht. Bin ich einfach zu doof und weiß noch nicht und hab noch nicht gelernt, wie man Sachen aufmacht? Ich meine, wir waren doch schon Rentner. Da müssen wir sowas doch wissen. Mit 25. Okay, hier ist offen. Okay. Ich kann aber nicht interagieren. Nicht. Okay, okay. Hier, da sind schon die ersten. Okay. Ich versuche mal ein bisschen Energie zu regenerieren. Zwei sind nicht gut, ne? Oh, Junge, ey. Die killen mich ja fast. Ja, wir haben doch auf Standard gestartet. Ich brauche irgendwas. Kann ich hier... Oh. Ich hoffe, die kommen hier nicht raus. Kann ich hier auch noch hoch irgendwie mit Klettern oder so? Vaulting-mäßig? Nee, aber die kommen hier nicht hoch. Das ist gut. Das heißt, wir können hier... Was ist das? Rex. Use. Okay. Fix a Bubu. Wir haben einen Auer gefixt.
Okay, ich muss hier irgendwie... Search Wreck Vehicle. Das kann ich jetzt searchen. Oh, Generator, Beanie, Tape, Zelt, das brauchen wir aber alles noch nicht. Hm. Ah, okay, es gibt auch Vaulting. Okay, hier können wir noch nichts machen. Ich, also, ein Hit von denen und dann bin ich Geschichte. Ich sag's so, wie es ist. Ich bin raus. Ach du Scheiße. Aua. Ich muss von dem weg. Ich komme mich nicht rein. Oh Gott, Hilfe. Hilfe, bitte. Okay, ich kann Auto walken und dann... Ich könnte meine Hose ausziehen und mich damit verbinden, quasi. Ich weiß nicht, ob das mir Gesundheit gibt, tatsächlich. Okay, das war ziemlich gefährlich da. Die Nummer. Hier kann ich nichts looten. Hier auch nichts looten. Holpriger Start, würde ich sagen. Aber wir haben nur das Tutorial gespielt und da konnten wir quasi alles. Das ist doch hier doch schon ein bisschen anspruchsvoller. Natürlich auch, aber... Trashback. Aha. Eine Maske, okay. So eine Schweizer Maske. Hunterhut. Ja, vielleicht können wir das hier... Cap. Schuss. Rip Clothing. Ja, okay, okay. Campfire. Also den einen Zombie haben wir auf jeden Fall abgehängt. Ich hatte vorhin noch mal gesehen... Oh, den können wir theoretisch fahren. Der hat aber nichts drin. Und der brennt auch. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist, den dann fahren zu wollen. Ist komplett ausgebrannt hier. Ja, das Ding ist, das Game ist ja jetzt halt auch fett in schwarz-weiß, weil wir halt nur 12% noch von unserem Leben haben. Das habe ich mir wieder toll hingekriegt. Ich hatte gesehen, dass es hier auch Tiere gibt. Okay, so. Kann ich mich irgendwie an denen vorbeischleichen, ohne dass die mich sehen? Okay, nee, kann ich nicht. Oh, da. Oh, guck mal, da brennt ein Camp. Entweder laufe ich jetzt in der Falle oder in eine Zuflucht. Okay, ich hab's. Respawn. Random. Okay. Wir sind jetzt gerespawnt. Stark, ja, das war unser erster Try. Ich will da jetzt... Ja, komm. Scheiß drauf. Da gibt's fetten Loot. Wir müssen halt nur... Wie viele Zombies sind hier denn bitte? Ist das Spider-Man oder was? Oh ne, das ist Blut verschmiert. Au, au. Oh, fuck. Rechtsklick drücken. Ah, okay. Wenn ich die absteche... Dann sind die so ein bisschen... Telefon? Geil. Geld? So, sind die so ein bisschen interrupted quasi. Also das unterbricht wohl deren Angriffe. Nice to know. Ich habe aber schon wieder vergessen, Rechtsklick gedrückt zu haben für den Combat Mode. Das ist halt auch bei... Auch bei dem Project Zomboid so, dass du... Okay, da geht's los. Okay, wir hätten uns eigentlich beim ersten... Wieder wegfliegt. Beim ersten Mal nicht so anstellen müssen. Oh, nee.
kann man eigentlich doch relativ gut töten. Tatsächlich. Man muss einfach nur zustechen wie ein Irrer und dann geht das schon. So. Den haben wir. Hat der was? Nö. Hier kommt noch einer. Zwei. Der hat noch ein neues Messer. Und den kleinen müssen wir hier auch noch. Ohne Beine. So. Das Messer nehmen wir hier mit. Yep. Ich weiß nämlich nicht, ob die Sachen kaputt gehen. Rubbish Bin. Oh, Lockpick. Police Boots. Bear Trap. Hey, I don't know, für was ich das brauche. Aber wir nehmen es einfach mit. So, Müll. Können wir nicht drin rumwühlen. Ja, actually auch nicht. Hier ist jemand, der tot ist. Schmack. Was ist das? Works in all weather. Okay. Also, da habe ich gar nicht geguckt. Ob wir in dem Game hier die Sprache ändern können. Ja, nehmen wir mit. Ist das okay? Nix. Settings. Quick Save, okay. Das ist auch schon mal eine coole Sache. Gameplay. Müsste ja hier sein, ne? Also, ich kann mir vorstellen, wenn das halt noch Early Access ist und die jetzt gerade daran arbeiten, den Multiplayer reinzubringen, dass es das nur auf Englisch gibt momentan, aber das ist ja auch weniger störend. Wäre nur nice to know gewesen, wenn es auf Deutsch geht. So eventuell auf Deutsch zu spielen. Aber das sind ja auch, wie gesagt, Sachen, die kann man später machen. So, Rip Clothing, Eyepatch, Beanie, Contractor, Schemack. Was ist ein Schemack? I don't know. Müsste ich gleich mal googeln. Search Desk. Eine Pfanne. Big. Red Shorts. Ach. Das ist ein Accessoire. Was ist das denn? Ein Schal, Junge. Oh mein Gott. Ja, meine Englischkenntnisse, die sind richtig big. Schnaps. Den müssen wir mitnehmen. Wir haben aber immer noch keinen Dings gefunden, tatsächlich. Kein, kein Rucksack, ne? Das wäre natürlich geil. Somehow. Oh, der hat mich jetzt einmal... Oh, Junge, der hat aber auch richtig zugeschlagen, ne? Doch, heavy. Wenn wir vom Teufel reden... Medical Trade. Das wäre jetzt, ist nämlich genau das Richtige. Painkillers. Use die. Mal gucken, was das mit meiner Gesundheit macht. Okay. Plus 20 ungefähr. Die ich noch nicht durchsucht. Doch, hatte ich, ne? Eishockey. Oh, Funk. Walkie Talkie. Big. Paintroller. Ein Schemack. Ein Schal. Haben wir ja jetzt gelernt. Eine schöne Eishockey-Maske. Geil. Sieht überhaupt nicht aus wie ein Survivalist, sondern eher wie ein Serienkiller gerade. Oh, Junge, wo kommt er denn her? Undead Sprinter alleine. Da habe ich mich erschrocken. Oh, ich blute. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh, Junge, ey, das ist... Alter, der hat uns aber kritisch getroffen. Kann ich hier irgendwas draus machen? Straps of Cloth? Kann ich damit nicht mich irgendwie verbinden? Junge, der hat aber richtig reingehauen, ey. Wir respawnen einfach wieder. Ach du Scheiße, ich bin richtig schlecht in diesem Game. Ich bin richtig schlecht.
Oh, Junge, Junge, Junge. Ja, das ist wahrscheinlich, alle Anfang ist halt schwer. Und da geht's schon wieder los. Ach du Scheiße. Und Sprinter, ach du Scheiße. Der ist fest, Alter. Das ist ein Reh. Okay, dann haben wir Tiere. Oh, Junge, der ist richtig fest. Das Ding ist, meine Ausdauer ist gleich weg. Mit Alt können wir uns so umgucken. Ich muss den töten. Oh, Junge, der ist richtig schnell. Hatte der was? Nö. Und wir haben noch 100% live. Das ist big. Eieieiei. Mit einer Axt können wir wahrscheinlich auch Bäume zerkleinern und Holz zusammeln. Punker-Zombie. Also an sich fühlt sich das ganz gut an, das Game. Aber man muss das eine Weile mal gespielt haben, damit man da drin klarkommt. Okay, die Zombies stückeln da gerade das Reh. Oh, ich habe keine Energie. Okay, gut. Gut, dass wir hier eine Aufnahme machen und ich mich hier rauskristallisiere als absoluter Noob. Wir gehen wieder zum Random Spawn. Random Spawn und das gleiche wie immer. Ich versuche hier ein bisschen. Wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein. Also, die ganze Zeit sprinten ist halt so eine Sache. Weil Energie sich sehr, sehr langsam regeneriert. Und wir haben auch beim... So. Ja. Oh, Scheiße, das macht den Wagen kaputt. Okay, wir lernen immer wieder was dazu, aber wir haben auf jeden Fall Zombies getötet. Ohne einen Kratzer und einen Rucksack. Nice. So einen kleinen Schulranzen da. Geil. Oh. Ich finde das auch geil, dass alles, was der anzieht, dass man das am Charakter auch sieht, dass man das trägt. Okay, Müll, Regale. So ein bisschen Angst, dass gerade gleich jemand... Also, vielleicht hat sich das Sterben einfach doch schon gelohnt. Jetzt haben wir einen besseren Start. Guck mal, hier ist ein Kühlschrank. Okay, nice. Große Trinken. Ich muss mal meine Nase putzen. So. Küchenzeile. Tomaten, Thunfisch. Kaputter Fernseher, Boxen. Ah, okay, die haben mehr Taschen. Hier steht auch Storage Size 2x2 und die eher nicht. So. Chair, Alkohol, Batterien. Oh. Falscher Knopf, Entschuldigung. So. 5x4, 5x2, 4x2,
Ach, das wäre ein Backpack gewesen, okay. Das nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Okay, stark, 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 stark. Das war's in dem Haus schon? Hier hinterm Haus irgendwas? Können wir, unten links sehen wir auch, wie viel Level wir wie viel wir noch zum nächsten Level brauchen. Okay, das war das. Das Golfkart ist hinüber. Ich würde auch ungern mit dem weiterfahren. Weil ich glaube, das explodiert, wenn wir damit noch einen Zombie überfahren. Das wollen wir nicht. Also an sich macht das Spiel einen richtig geilen Eindruck. Also auch wenn es jetzt Singleplayer ist, aber so ungefähr, jetzt mal die Grafik außen vor, obwohl ich die Grafik echt nicht schlecht finde. Ich kann mich daran gewöhnen, weil es wird alles dargestellt und wenn das performance-technisch dann einfach besser läuft als mit einer fetten Engine, dann bin ich damit absolut zufrieden. Und also so stelle ich mir wirklich ein Survival-Game vor. Und ich finde diese Grafik tatsächlich auch besser als die Grafik, die jetzt zum Beispiel ein DayZ mitbringt oder ein Seven Days to Die zum Beispiel oder ein Mist Survival. Das sieht alles so trostlos aus. Dann hätte ich dann doch lieber hier schon lieber gern so ein Game, wo du dann auch so ein bisschen Farben hast, weißt du? Okay, die Pflanze können wir nicht abpacken. Das sind ja Sachen, die man alle noch implementieren kann im Spiel, theoretisch. Pflanzen, Crafting, da ist ein Sprinter, der hat uns auch gesehen. Den müssen wir jetzt, okay, die Machete, die macht schon mal deutlich mehr Schaden als das kleine Messer da. Smartphone. Was können wir mit dem Smartphone eigentlich machen? Nischt. Okay, hier steht auch Random Junk, useless but could sell, okay. Kleines Häuschen. Fridge. Machen mit Shift. Oh, Spaghetti Sardinen. Das können wir nicht looten. Scheiße. Okay, jetzt habe ich wieder das ganze Dorf hinter mir. Da hauen wir ab, bevor das wieder in die Hose geht. Hier haben wir Tiere. Ja, okay. Okay, das lenkt die Zombies auch ab. Oh, ist das geil. Das ist cool. Das ist echt cool. Sie nicht so an dir sticken. Die Frage ist, ich würde mich gerne mal interessieren, wenn wir so ein Reh töten, ne? Okay, das wird mit einer Machete noch ein bisschen schwierig. Gut. Alkohol. Was auch immer. Ja. Also ich hätte gesehen, man kann auch sich irgendwie Garagentore craften. Könnte man die Garage wieder zubauen. Oh, Picklock Safe. Ich habe aber kein Set dafür. Okay. Face Mask. Jungle Boots.
I wear office shirt. Rip. Haben wir schon eine Pfanne mitgenommen? Ja, haben wir. Ein Chair. Place. Es wird langsam dunkel. Noch kein Campfire. Oh. Baseball-Kit. Lockpick. Wichtig. Camping-Chair. Broken Glass. Können wir bestimmt was draus machen. Patron. Spark-Pack. Object needed for generators and vehicles. Nehmen wir mal mit. Baseball-Bett. Auch stark. Können wir das placen? Wir könnten uns jetzt theoretisch hier so ein bisschen einschließen. Kommen wir hier noch raus? Ja. Die Nacht zu surviven. Wir können das natürlich gleich nochmal replacen, dass es komplett zu ist. Aber wir können hier noch in den Safe ran. Advanced Lock. Achso, ein Advanced Lock. Okay, wir müssen erstmal mit einem einfachen anfangen. Dann mehr zu schaffen. Also dafür, dass dieses Game nur 6 Euro kostet, ne? Ich meine 6 Euro. Das ist nix. Ist das schon... Oh, Fighting for Beginners. Guck mal, da können wir wieder lesen und kriegen dann Fähigkeiten hinzu. Piano. Play a nice tune. Jetzt wird's kritisch. Ich hab nur die Augen gesehen. Ach du Scheiße. Oh, ich hab ein bisschen Schiss, ne? Ich sehe ja gar nichts. Also, es ist Nacht, ne? Es soll so sein, aber... Oh, bitte lass mich hier hochklettern. Reinklettern? Hilfe! Komm ich hier auch wieder raus? Ich glaube, ich bin hier trapped jetzt. Ich glaube, hier hätte ich nicht reinkommen sollen. So, meine Energie ist auch leer. So, okay, aber wir scheinen hier erstmal safe zu sein. Das ist vielleicht ganz gut. Hunger. Ja, wir können das mal essen hier. Wir haben ja noch den Dosenöffner gefunden. Ah, perfect für Crafting. Haben wir ein Crafting-Menü? Crafting. Ach, da oben. Okay. Ach, wir können Rex herstellen. Bandage. Warte mal, ist rot. Consumable. Rot wahrscheinlich nur, weil es Medical ist, ne? Ah, okay. Dann können wir die herstellen. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Das hätten wir in der einen Runde gut gebrauchen können. So, und dann können wir... Ah, mit Plastik... Ein Antiseptik-Verband, okay. Schiff. Sharp Blade. Okay, dann können wir uns so eine Klinge machen. Crafting Bench. Also mir gefällt noch nicht so die Übersicht tatsächlich. Stone and Wood. Also ich hätte gern, dass er mir farblich anzeigt. Deswegen war ich hier auch eben gerade so verwirrt, weil das rot gewesen ist. Farblich anzeigt, ob ich die Sachen im Inventar habe oder ob ich die noch farmen muss, ne? Ja, hier steht nämlich nur, was ich brauche und nicht, ob ich es habe. Hm, das ist aber gut, dass wir hier die Bandages haben. Ich trinke mal hier Wasser. So, dann können wir auch... Ne, können wir nicht.
Über zwei davon brauchen. Oder was ist das? Würde nicht Alkohol auch gehen? I don't know. Da muss man sich erstmal reinfinden. Crafting Bench. Splint. Schiff. Campfire. Okay. Jetzt müssen wir erstmal hier versuchen, wieder rauszukommen. Actually. Okay. Es wird auch langsam wieder Tag. Oder ist es einfach nur eine klare Nacht, die einfach ein bisschen heller ist durch die. Haben wir Mond? Nee. Ach, von da sind wir gekommen, ne? Oder? Nee. Doch, von da sind wir doch gekommen. Da ist auch das Golfkart. Ah, ja, ja. Jetzt sind wir eigentlich nicht. Wir sind von der anderen Seite gekommen. Sah nur ähnlich aus, wahrscheinlich. Oder? Ich kann auch sagen, dass ich dumm bin. Guck mal, es ist Nacht und ich fange schon an, leiser zu reden. Ich kann jetzt Zombies aufschrecken. Der sollte sich dann... Es wäre geil, wenn er sich da so an der Ecke festklammern würde, ne? Aber das geht so auch, okay. Hunting Knife. Auch eine geile Sache. Angling. Angling. Könnte ich jetzt theoretisch mitnehmen und in meinen kleinen Briefkasten, Keycard-Briefcase, okay, da kann man nur Keycards reinpacken. Dachte schon, ich könnte meinen Dresser in den kleinen Koffer packen. Musik hat aufgehört. Wir haben auch keine Taschenlampe, nix, ne? Ist auch stockdunkel. Okay, da ist hier jemand auf jeden Fall im Haus. Da hauen wir mal lieber schnell ab. Ich frage mich, wann wir unsere erste Schusswaffe kriegen. Hier wird wahrscheinlich auch wieder alles voll sein. Und was mich interessieren würde, ist, bei Project Zomboid war es so, dass 68, ja? Removes Bleed. Achso, das healt auch um 10, okay. Ja, use. Bei Project Zomboid war das so, man hatte eine Welt, man könnte natürlich eine neue Welt starten, aber man konnte auch einfach respawnen. Bedeutet, den Charakter, den man vorher gespielt hat, der ist dann durch die Welt gelaufen, weil der dann zum Zombie wurde. Das heißt, man konnte sich selber dann wieder töten und sich seinen Stuff besorgen, den man vorher verloren hat. Das fand ich eigentlich ein ganz witziges Feature. Was ist das hier? Ein Schrottplatz? Tankstelle? Moin! Schal. Ja, gelernt. Für den. Achso, warte mal. Equipment, so. Zack, tragen wir jetzt auch einen Schal. Gut, dass er wenigstens leuchtende Augen hat. Sonst hätte ich mich bestimmt heftig erschrocken. Worn Knife. Nehmen wir alles mit. Ich bin halt auch bei solchen Spielen, ne, ich muss auch immer alles mitnehmen. Gask. Oh. Na
Langsam brauchen wir die größeren Backpacks. Guck mal, die Messer brauche ich nicht. Nehme ich lieber Gascam mit, falls wir ein funktionierendes Auto finden. Ohne Fuel. Das Golfcart hätten wir mal nicht Schrott fahren sollen. Wären wir ein bisschen schneller unterwegs gewesen, aber das ist natürlich auch lauter gewesen, ne? Muss man immer so hören, ob ich hier Steps höre. Okay, Ken Korn. Oh, hier ist auf jeden Fall Food. Am Start. Cereals, die können wir gleich mal konsumieren. Dann haben wir das Hunger wieder aufgefüllt. Durst haben wir jetzt natürlich. Wir trinken hier mal einen Schluck. Okay, ist dann auch sofort leer, ne? Sleeping Bag zum Respawn. Clevere Sache. Bräuchten wir, ne? Place. Wo place ich den denn? Ich würde den halt erstmal, bevor wir hier großartig was machen. Ich platziere den einfach hier. Ja, wir schlafen. Ah, okay, warte mal. Okay, kann ich hier wieder raus? Pickup. Zack, nehmen wir wieder. Ah, ich habe kein Dings. Ja, gut. Brauchen mehr Rucksäcke. Aber wir haben auf jeden Fall den Tag durchgeschlafen. Das ist schon mal richtig big. Orbiter. Buildable. GPS. Wir haben eine Karte. Okay, krass, geil. Ein Schal. Munition. Immer. Open. Nicht schon Geld irgendwo gefunden? Ja, hier, das können wir Geld hier reinpacken. Das ist gut. Haben wir hier noch Platz? Sieht schlecht aus. Unser Platz ist echt begrenzt. So, mit dem Handy können wir nichts anfangen. Wir nehmen das dann jetzt einfach mit. Und Munition, das heißt eine Bowl. Munition, genau. Wir brauchen Munition und Schusswaffen. Bikerjacke, Junge. Wood, eigentlich auch geil. Horde Beacon, das hatte ich schon mal gesehen auf einem YouTube-Video. Da kann man so Horde hier Zombies anlocken und dann spawnen da dann kann man da raus Dinge spawnen lassen. Hier Items irgendwie. Aber habe ich mir noch nicht so gut angeguckt. Bag of Concrete. Brauchen wir alles, ist alles Crafting Materials, ne? Rip Clothing. Dass das Inventar jetzt schon wieder so voll ist, ne? Dass wir hier nichts mitnehmen können, ne? Das ist schon wieder, das ist unangenehm. Das ist sehr unangenehm. So ein Umsortieren ein bisschen. So, jetzt könnten wir theoretisch Holz mitnehmen. Tomate hoch. Tasche hoch. So, und können wir Stein mitnehmen. So. Das ist auch schon angerostet. Will ich hier was noch draus looten? Nö. Da könnten wir höchstens nur noch Scrap draus sammeln. Hier haben wir schon mal ein bisschen durchs Fenster gelootet. Hier muss es doch noch bestimmt mehr geben. Okay. Shelf. Book. Random Junk. Okay, Tomaten. Wir lieben Tomaten. Wir nehmen Tomaten einfach mit. Frage ist, ob man da die Kerne dann rausnehmen kann und die theoretisch anpflanzen kann. Also das sind ja Sachen, die sich in solchem, bei so einem Spiel mal gut irgendwie implementieren lassen. Eine Angel. Money, Nails, Radio. Wirecutters. Jetzt kriegen wir aber wirklich useful stuff, ne? Wo packt man denn die Angel hin?
Fishing Rod. Ich habe gar keinen Platz dafür. Die Axt nehmen wir hier hin. Dann können wir die Angel dahin. So. Wirecutter. Dann haben wir den Small Backpack fertig. Wood Planks. Nails. Scheiß auf den Chair. Den brauchen wir nicht. Der hat aber 3. Und jetzt wollte ich nämlich testen, ob ich jetzt einen Baum fällen könnte. Okay. Frage ist, wo kriegt man Stein her? Kann ich hier so einfach Stein aufsammeln? Nee, das geht nicht. Aber jetzt haben wir Wood Crafting. So, was bräuchten wir hier für ein Campfire? Hier Wood und 8 Stone. But I don't know where to get stone. Wahrscheinlich hier vom Stein, ne? Wäre logisch. Pickaxe oder Shovel? Können wir irgendwas aus Holz machen? Nägel. Splint. Finden wir hier keinen Stone oder so? Eisex aus Schafel. Wir hatten durch in dem einen Durchgang hatten wir tatsächlich so eine Eisex gesehen, gefunden. I don't know. Ich auch aussehe. Okay. Dann. Also wie wir an Holz kommen, wissen wir jetzt. Eigentlich ziemlich einleuchtend. Oha. Ah, das ist hier. Wir haben keine Radiation Pills, nix. Deswegen ist es hier auch neblig, okay. Ich glaube, Nebel kündigt immer irgendwie sowas an wie. Tiere jagen für rohes Fleisch und das können wir wahrscheinlich über einem Feuer grillen, wenn wir Steine hätten, um Feuer zu machen. Ich verstehe. Ja. Das ist noch ein Hase. Ja, da sind auch jede Menge Zombies. Aber es ist verseucht! Und ohne Maske wird es schwierig. Okay, wir haben hier eine Kirche. Und a lot of Zombies. Ich musste mir Bandages mal auf den Shortcut legen, damit ich im Fight hier verbinden kann. Okay, die Machete hat mehr Schaden gemacht tatsächlich. Und war auch schneller. Sharp Blade, Baked Beans. Okay, ich möchte gerne doch wieder irgendwie die Machete tragen, anstatt die Feuerwehraxt, aber wir haben keinen Platz. Ach, Lampe haben wir schon. Haben wir die denn gefunden? Hätte ich die benutzen können, als es dunkel war? L. No battery. Oh. Ja, okay. Hunting Hatchet.
auch eine geile. Schießt der auf mich? Oder ist das ein Überlebender? Schießt er auch auf mich? Nee. Sind das Bären? Einfach ein Eisbär, ein Braunbär. Wandering Trader, okay. Ich mit dem Trade with... Ah, okay. Okay. What are you selling? Yo. Wir brauchen einen Crusher. Auf jeden Fall brauchen wir einen Crusher. 35 Credits. Sehen wir irgendwo, wie viel Credits wir haben? Können wir mit dem traden? Currency Credits. Kann ich jetzt hier irgendwas? Lost place to receive money. Okay, Moment. Radio weg. Serial. Okay. Aber haben wir doch hier. Wieso kann ich die? Muss ich die irgendwie. Warte mal, read. Weg. Money. Da rein. Da. So. Scheiße. Was ist da? Oh, der ist. Oh! Ja. War ja klar, dass der uns angriff, ne? Angreift. Okay, den Wanderer juckt das aber nicht. Der verpisst sich jetzt. Aber ich hätte gern die Waffe gekauft. Und die Frage ist jetzt natürlich... Oh, Junge! Ticketfleisch! Aber wie ich hier jetzt Platz machen kann, sauber, ne? Scheiße, auf die Tomaten, Alter, weg. Weg, das können wir essen. Dann packen wir das dahin, Dose weg. Jetzt könnten wir das theoretisch kaufen, ne? Hey, komm zurück. Ich hab hier Money. Oh, der ist auch fast tot. Wäre witzig. Also ich könnte den, ich weiß nicht, wie viel Hits ich brauche, um den zu töten. Aber wäre witzig, wenn wir den seinen Stuff dann abnehmen können, theoretisch. So. Kann ich nicht. Warum nicht? Open. Kann ich ihm Money geben? Nee. Kann ich ihm Money für die Waffe geben? Nein. Muss ich das Money Reed in meiner Tasche haben und dann kaufen? Nein, geht auch nicht. Okay, ich mache das jetzt rein für die Wissenschaft. All of the loot of the trader's loot is destroyed. Wir haben aber richtig viel Kohle jetzt. Schade. Es ist für die Wissenschaft. Ich mach das nur für euch. Damit ihr Bescheid wisst. Und, ich gucke gerade auf die Uhr und die sagt mir, wir sind jetzt eine Stunde in der Aufnahme und
Ich weiß, das zieht sich alles gerade so ein bisschen. Warte mal, ich muss noch mal gucken, was das GPS jetzt macht. Okay. Warte mal, das GPS. Müssen wir das einschalten? Shows a bird's eye view of your current surrounding changes between maps. Aber wenn wir ein GPS hätten, dann müsste... okay. Ja, okay. Okay, alles klar. So, wir sind in einer Stunde in der Aufnahme drin. Ich wollte auch nur einmal zeigen oder gezeigt haben und selber mal anspielen, wie der Start von diesem Spiel hier ist, weil ich bin auch frisch rein und das wollte ich auch so machen bei dieser Aufnahme. Einfach nur, um zu gucken, wie ich mit dem Spiel am Start klarkomme. Ihr könnt selber darüber urteilen. Bis zum 4. Januar gibt es das noch für 6 Euro auf Steam. Surround Dead. Und, ich glaube, Multiplayer könnte ganz big in diesem Game werden. Wir haben, glaube ich, auch erst minimal was von diesem Spiel gesehen. Aber wenn ihr eine Serie haben wollt, sagen wir spielen das ein bisschen länger und machen immer so halbe Stunde oder Stunde Folgen und dann davon ein paar mehr, dass wir so ein bisschen Progress haben und ich versuche immer nicht zu sterben wie in dieser Folge, dann lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Ansonsten freut mich das, wenn ihr bis hier geguckt habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.